Hi und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich euch ein Kleid mitgebracht, und zwar ein Winterkleid, Herbstkleid oder ein Kleid für Weihnachten oder Silvester, wie auch immer. Da könnt ihr entscheiden, für welchen Anlass ihr das tragen möchtet. Ich habe für dieses Projekt einen Strickstoff ausgesucht. Diesen findet ihr im Onlineshop unter www.annasnähschule-shop.de. Diesen Stoff findet ihr dort auch noch in einer anderen Farbe. Er ist wirklich sehr angenehm und sieht auch sehr edel aus. So, dann starten wir mit dem Kleid. Für das Schnittmuster vom Kleid nehme ich jetzt als Grundlage hier das Schnittmuster vom letzten Mal, von dem Rollkragenshirt, und als erstes ziehe ich hier eine Linie in der gewünschten Länge des Kleides. Wer das Schnittmuster schon erstellt hat, letztes Mal, kann das direkt nehmen. Wer es noch nicht erstellt hat, kann sich das letzte Video einmal anschauen, sich das Schnittmuster erstellen und ab diesem Punkt dann weitermachen. Da der Stoff von heute nicht so stark dehnbar ist wie der vom letzten Mal war sehr dehnbar. Der Strickstoff ist nicht so stark dehnbar, und außerdem will ich das Kleid nicht so stark am Körper anlegen. Ja, es ist figurbetont, aber es ist nicht so eng wie das Shirt. Somit lege ich mein Schnittmuster hier 2 cm von der Linie entfernt hin, schaut, dass es exakt überall die 2 cm hat, und zeichne mir hier den Kragen einmal ein vom Rückteil und markiere mir hier, wo der Kragen dann auch vom Vorderteil ist. Ich mache hier einfach eine Markierung, zeichne hier die Schulter einmal nach und den Armausschnitt. Hier habe ich ja beide Armausschnitte drauf. Das knicke ich einmal nach innen ein und zeichne den Armausschnitt vom Rückteil nach und die Seite. Hier kann man auch das Lineal nehmen, wenn es einem einfacher ist nachzuzeichnen, und nehme den Schnitt einmal weg. So, hier ist mein Armausschnitt. Diesen verlege ich auch 1,5 cm weiter runter, so dass das Kleid hier einfach etwas mehr Weite hat. Alles andere bleibt gleich. Das Schnittmuster vom Shirt habe ich ja bis zur Hüfte gezeichnet, und hier zeichne ich einfach gerade nach unten runter bis zur gewünschten Länge vom Kleid. Wer möchte, kann hier noch unten einen Schlitz einbauen. Das werde ich tun. Und da nehme ich 30 cm von unten und mache mir hier eine Markierung, damit ich weiß, hier wird ein Schlitz sein. Und beim Zuschnitt vom Stoff zeige ich euch dann, wie ihr das hier in diesem Bereich zuschneiden müsst. So, hier habe ich auch noch den Halsausschnitt vom Vorderteil angezeichnet, und das führe ich hier zum obersten Punkt der Schulter hin. Und ich habe mir jetzt überlegt, den Halsausschnitt noch etwas breiter zu zeichnen, damit es nicht so eng anliegend ist wie beim Shirt. Dafür gehe ich hier an den Halsausschnitt vom Rückteil und mache ihn um 2 cm breiter. Genauso beim Vorderteil. Also praktisch die Linie wegdenken. Das ist dann der Halsausschnitt vom Rückteil und das ist der Halsausschnitt vom Vorderteil. Dann schneide ich den Schnitt hier jetzt für meinen Rückteil aus. Beim Vorderteil liegt ja die Schulter weiter unten. Das kann man dann auch umknicken oder sich nochmal ein Schnittmuster abpausen. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Hier nicht vergessen, dass ihr hier die 2 cm beachten müsst. Also legt ihr hier einmal an dem gezeichneten Schnitt an und zeichnet die Schulter für euren vorderen Bereich einmal nach. Das sind dann alle Änderungen, die ich jetzt hier vornehme, und bleibt nur noch der Ärmel. Da sind es auch minimale Änderungen und schon habt ihr einen zweiten Schnitt für ein Kleid erstellt. Jetzt habe ich den Ärmelschnitt auf ein neues Stück Schnittpapier draufgelegt und festgesteckt. Und jetzt verlängere ich jeweils die Seiten hier um 1,5 cm, da ich ja den Armausschnitt verändert habe. Und zwar habe ich ihn ja 1,5 cm runtergelegt. Das heißt, der Armausschnitt ist somit auch an jeder Seite 1,5 cm größer. Und das verlängere ich hier nach außen hin. Führe hier den Armausschnitt weiter und habe eine neue Seite hier und genauso auf der anderen Seite 1,5 cm und die Seite auch korrigieren. Den Rest zeichne ich so nach,
wie es ist. Markiere mir hier den obersten Punkt. Somit ist der Ärmel auch schon korrigiert. Und dann schreibe ich auf diese Seite ein V hin, dass diese Seite zum vorderen Bereich gehört. Und so sieht der Ärmel dann aus. Und jetzt erstelle ich noch einen Beleg für das Kleid. So, hier habe ich den Schnitt dann von meinem Vorder- und Rückteil. Und das lege ich jetzt einmal hier unter mein Schnittpapier. Das Schnittpapier ist schön durchsichtig und somit kann ich das schön nachzeichnen. Dafür gehe ich hier an die Schulter von meinem Rückteil, zeichne mir die Schulter 5 cm nach, zeichne den Halsausschnitt nach, gehe hier am Bruch entlang auch 5 cm runter, setze mir mehrere Punkte hier vom Halsausschnitt in 5 cm Entfernung hin und kann anhand dieser Punkte hier einmal den Beleg nachzeichnen. Somit habe ich den Beleg für das Rückteil erstellt. Hier schreibe ich Bruch hin und ein R fürs Rückteil. Dann lege ich den Schnitt weiter runter, damit ich den Beleg für mein Vorderteil einzeichnen kann. Und da nehme ich die Schulter von meinem Vorderteil, zeichne diese auch 5 cm nach, zeichne den Halsausschnitt für mein Vorderteil nach und auch hier gehe ich 5 cm runter, setze mir Markierungen und zeichne den Beleg. Auch hier schreibe ich Bruch hin und ein V für das Vorderteil. Jetzt habe ich einen Beleg fürs Rückteil und einen Beleg fürs Vorderteil. Jetzt können alle Teile zugeschnitten werden und dann geht es an die Nähmaschine. Für mein heutiges Projekt nehme ich diesen Strickstoff. Das ist so ein Rostrot. Diesen Stoff findet ihr im Onlineshop unter www.anasnieschule-shop.de. Denselben Stoff gibt es dort auch in der Ockerfarbe. Und der Stoff hat so einen leichten Glitzeranteil hier drin. Also es glitzert ganz leicht. Der ockerfarbene Strickstoff hat genauso so einen Glitzeranteil drin. Ist perfekt jetzt für die weihnachtliche Zeit, für die Winterzeit. Daraus lassen sich schöne Winterkleidchen nähen, Weihnachtskleidchen, Strickpullover, lasst da eurer Fantasie freien Lauf. So, ich habe jetzt hier ein Stückchen vom Stoff in Bruch gelegt und meinen Schnitt an den Bruch gelegt. Hier habe ich eine Markierung gemacht, bis wohin der Schlitz hier im Kleid sein soll. Ihr könnt den Schlitz auf beiden Seiten machen oder nur auf einer, so wie es euch am besten gefällt. Und hier habe ich direkt schon 4 cm hinzugefügt für den Saum. Jetzt schneide ich das Ganze hier rundherum mit Nahtzugaben aus. Besonders hier an den Seiten schaue ich, dass hier mindestens 1 cm Nahtzugabe ist, weil hier der Schlitz verläuft und hier muss es noch umgeknickt werden nach innen. Deswegen hier mindestens 1 cm. Der Rest kann auch 0,7 cm sein, wenn das an der Overlock zusammengenäht wird. Das heißt, wenn euer Schlitz hier beginnt, dann hier mindestens 1 bis 1,5 cm Nahtzugaben und hier etwas weniger 0,7. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. So, hier nehme ich an die 1,5 cm Nahtzugaben. Ihr könnt es auch gerne einzeichnen. Und hier in diesem Bereich kann ich die Nahtzugabe kleiner machen. Somit habe ich hier einen kleinen Zipfel und der Bereich ist etwas größer. Der Stoff liegt ja jetzt hier im Bruch, das heißt, ich habe beide Seiten rechts und links mit dieser Nahtzugabe von 1,5 cm zugeschnitten. Wenn ihr den Schlitz nur an einer Seite haben möchtet, dann schneidet ihr erstmal hier die 1,5 cm, schlagt den Stoff nachher auf und schneidet die 0,5 oder wie viel ihr hier mehr zugefügt habt, einmal hier direkt ab. Dann habt ihr nur an einer Seite diese Mehrzugabe an Nahtzugaben. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich ausgedrückt. Falls nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das Gleiche mache ich dann auch mit dem zweiten Schnitt. Also das ist jetzt erstmal mein Rückteil und das Vorderteil schneide ich auf gleiche Weise zu. Hier auf der Höhe von dem Schlitz. Das müsst ihr euch markieren, dass es auch auf der gleichen Seite ist. Beim Vorder- und Rückteil, dass hier auch mehr Nahtzugaben sind in diesem Bereich. So, ich habe jetzt hier den Zuschnitt liegen und hier, wie man sieht, ist der Bereich, wo dann der Schlitz an der Seite sein wird.
Und diesen Bereich versäubere ich als erstes mit der Overlock. Wer keine Overlock hat, versäubert das hier mit der Nähmaschine, mit einem Zickzackstich oder einem Fake-Overlock-Stich. Jetzt lege ich die Zuschnitte rechts auf rechts zusammen. So, ich habe jetzt das Ganze gesteckt. Jetzt nähe ich die Schultern und die Seiten einmal zusammen. Und auf dieser Seite nähe ich bis zu diesem Punkt, bis da, wo meine Naht hier schon versäubert ist. So, die Ärmel habe ich jetzt auch zusammengesteckt und nähe sie hier jetzt mit der Overlock einmal zusammen. Jetzt setze ich die Ärmel ein und zwar habe ich das Kleid hier auf der linken Seite. Ärmel habe ich auf die rechte Seite gedreht. Schau, dass ich den Ärmel auch richtig reinsetze. Hier ist der Ausschnitt vom vorderen Bereich und dann muss ich auch hier den vorderen Bereich hier dran klipsen. So, ich lege den Ärmel einmal rein, lege hier das untere Teil an die Seitennaht, lege die Nahtzugaben auseinander und stecke den Ärmel dann hier im oberen Bereich an. Hier habe ich einen Clips gemacht an die Schulter und den Rest verteile ich hier gleichmäßig. Gesteckt ist es, jetzt nähe ich das Ganze hier mit der Overlock einmal an. Die Belege habe ich jetzt auch schon zugeschnitten und hier an der unteren Seite einmal versäubert mit der Overlock. Die Belege habe ich jetzt auf der linken Seite auch mit einem Bügelvlies verstärkt. Ich lege die Schultern einmal zusammen und nähe sie mit der Overlock einmal an. Jetzt nehme ich den Beleg, lege es rechts auf rechts hier über das Kleid, lege die Schultern zusammen, lege die Nahtzugaben dabei auseinander. Und jetzt steppe ich den Beleg auch ebenfalls an der Overlock einmal an. So schaut jetzt der Halsausschnitt aus mit dem Beleg. Ich habe das hier auch schon abgebügelt und als nächstes, damit der Beleg sich auch nicht nach außen rollt, fixiere ich ihn hier in der Schulter, jeweils rechts und links. Und man könnte auch die Nahtzugabe von innen praktisch auf den Beleg draufsteppen. Somit rollt er sich auch weniger nach außen auf. Die Ärmel habe ich jetzt schon versäubert mit der Overlock und das werde ich einmal nach innen klappen und mit der Zwillingsnadel einmal rundherum steppen. Genauso den Saum. Und hier bei dem Schlitz werde ich die Nahtzugaben nach innen bügeln und mit einem Geradstich absteppen bis hierher, dann hier einmal rüber und genauso wieder runter. Den Saum hier unten versäubere ich mit der Overlock, klappe es nach innen ein, bügel das Ganze mit einem Saumband flach und steppe es ebenfalls mit der Zwillingsnadel ab. Das Kleid ist nun komplett fertig. Die Säume an den Ärmeln habe ich mit der Zwillingsnadel abgesteppt. Den Beleg habe ich in den Schultern fixiert, sodass er sich nicht nach außen beult. Und den Schlitz hier habe ich auch versäubert. Bevor ich ihn hier angesteppt habe, habe ich ihn auch mit einem dünnen Saumband angebügelt, mit einem Zentimeter. Und dann mit einem Geradstich angesteppt und dann habe ich den unteren Saum mit einem 2 cm breiten Saumband angebügelt und mit einer Zwillingsnadel abgesteppt. Somit ist das Kleid jetzt komplett fertig und kann angezogen werden. Wir sind am Ende der Nähanleitung. Ich hoffe, diese hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Wir sehen uns morgen wieder, denn morgen startet der Adventskalender. Und da habe ich euch bis zum 24. jeden Tag eine Überraschung mitgebracht, ob das jetzt eine Nähanleitung ist oder eine Verlosung, Geschenke, Rabattaktionen. Da gibt es echt einiges zu entdecken. Also schaltet morgen wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.